Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder mal hier zurück zum Hauptmenü von Spyro The Reignited Trilogy. Ja, im letzten Part haben wir es ja geschafft. Wir haben den ersten Teil von der Spyro-Reihe zu 120% abgeschlossen. Wir haben alles geholt, alles bekommen. Wir haben Nasty Knock in den Hinter getreten und ihn ein bisschen armer gemacht. Und ja, jetzt heißt es natürlich, dass wir den zweiten Teil jetzt heute anfangen werden. Und zwar nämlich Spyro Ryptos Rache. Ja, den werde ich heute für euch zocken. Und dann gehen wir erstmal auf Speicherplätze, weil sonst macht er einfach weiter. Und da seht ihr schon, 120%, alles komplett abgeschlossen. Jetzt machen wir auf jeden Fall den zweiten Teil. Ich freue mich echt drauf. Obwohl ich sagen muss, dass der zweite Teil nicht halt mein Lieblingsteil ist. Das liegt ein bisschen so auch an den Welten, die wir halt überall da treffen werden. Aber er ist schon ziemlich cool gemacht. Und da ist er. Spyro 2 Ryptos Rache. Bei uns damals hieß er anders, und zwar nämlich Spyro 2 halt Gateway to Glimmer. Und ja, ich will nicht lange über den heißen Brei reden. Los geht's! Mit Spyro 2. Aber erstmal mit einem schönen Intro. In der Welt der Drachen. Ah, ich freue mich voll drauf. Ich freue mich schon sehr, den zweiten Teil jetzt zu spielen. Aber mehr freue ich mich schon auf den dritten Teil. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir den zocken können. Naja, der zweite ist auch sehr schön. Los geht's! Hört es jemals auf zu regnen? Ich habe vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah! Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Knock besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Knock. Ach, die beiden sind schon cool. Funktioniert das, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Ryptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Ripto. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Ripto, das weißt du. Es klappt, es klappt. Ich habe einen Drachen. Huh? Wow, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Fian! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avada geholt? Ich hasse Drachen! Rasch auf ihn! Auf ihn! Gott, du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Ripto. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Ripto folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommer bald, okay? Hey, immer langsam! Wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel? Tja, das kann ich dir ganz einfach erklären, lieber Spyro. Du bist der Held dieser Geschichte und du hast immer die Arschkarte. Ganz einfach. Aber ich fand gerade seinen Gesichtsausdruck richtig cool. Durch so, hä, was fällt hier? Und so. Ja, und wir können spielen. Ja, los geht's. Endlich. Spyro 2, ich freue mich sehr. Und ja, es ist eigentlich
nichts Großes verändert worden, halt im Gegensatz halt zu Teil 1. Wir müssen immer noch alle Edelsteine einsammeln und diesmal sind sogar mehrere Sammelaspekte mit dazugekommen, aber das erkläre ich euch ein bisschen später. Erstmal wieder ein paar Edelsteine einsammeln, zack, das sind schon die ersten. Da sind auch noch welche, schön abfackeln hier alles, so. Und, ach guck mal, da sitzt so eine kleine Maus und da sind wieder zigtausende Gegner. Und, ja. Das Spiel ist schon ziemlich cool, aber wie gesagt, das ist nicht mein absoluter Lieblingsteil, weil man kann nicht von vornherein alle Welten sofort irgendwie abschließen. Aber naja, gut, zum Beispiel hier die erste Welt, wo wir gerade uns befinden, das ist so ein Beispiel. Naja, aber auch nicht so schlimm. Erstmal wieder runtergehen und dann quatschen wir gleich mal mit dieser kleinen Maus hier. Hallo Maus! Na, du süßes kleines Ding. Oh, süß sieht er schon aus, oder? Ich finde, das sieht mega süß aus. Willkommen in Glimmer, Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Aber natürlich kann ich sie aufhalten. Ich bin auch Spyro, ich bin der Held der Geschichte, weißt du doch. Ja, und hier sind halt die Gegner diesmal ein bisschen anders. Sie haben diesmal nicht die Edelsteine verschluckt. Nein, sie geben so eine Art Energiekern ab. Und wenn wir halt eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegt haben, öffneten sie halt so ein Tor, damit wir halt noch besser mit Spezialfähigkeiten vorankommen können. Aber erstmal will ich hier alle Edelsteine erstmal einsammeln, denn die Edelsteine sind genau wie in den anderen Teilen auch ziemlich wichtig. Und zählen natürlich auch zu 100%. Dum, 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 dum. Alles schön abfackeln hier. Alles mitnehmen, was wir finden können. Dum, 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 dum. Ach, die Musik ist immer wieder so schön. Da sind auch mal ein paar Gegner. Das ist alles noch schön. Boom, boom, boom. Oh, daneben? Was war das denn? So, schön abgefackelt. Was für ein Arsch. Und das muss ich auch alles mitnehmen. Was ich ziemlich cool finde an dem Teil hier ist, dass auch unser guter Kumpel Sparks hier wesentlich angenehmer ist als im ersten Teil. Weil im ersten Teil war er richtig nervig gewesen. Oh, ein Fetter. Haha, keine Chance hat er gehabt. Ja, und Sparks sammelt jetzt viel besser auch die Edelsteine ein. Also die haben schon im Gegensatz zum Teil 1, haben sie im Teil 2 schon eine ganze Menge verbessert. Aber es gibt immer noch einige Sachen, die natürlich ein bisschen, nerviger waren. So, wer ist das? Ah, das ist eine Fee, die kennen wir auch. Die hat die Feen aus dem ersten Teil halt, ersetzt. Hi Spyro, ich bin eine Freundin von Elora. Sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wann immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Dieser Funke heißt, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Bis später. Heißt also, wenn wir irgendwo runterfallen oder sonst irgendwie oder wir sterben, dann bringt sie uns da wieder zurück. Also sie ist ein Safe Point, ganz einfach. Hey, du komische Exo, bleib mal hier. Da ist er. Schön abfackeln. Komm jetzt. Geht doch. Hey, lass mein Kumpel in Ruhe. So, du hast aber auch gerettet. Und guck mal, Leute, da habt ihr den Dicken da gerade gesehen, den Bären. Ja, das ist auch ein neuer Charakter hier, auch in dem zweiten Teil, der ein bisschen, er ist ein bisschen geldgeil und so und freut sich schon auf unsere ganzen Edelsteine. Und dafür sammelt man ja einfach nur noch die Edelsteine, dass man halt dem Typen bezahlen kann und mehr hat es auch keinen Sinn mehr, die Edelsteine zu sammeln. Wenn ihr die nicht sammelt, dann kommt ihr halt auch nicht weiter. Aber bevor ich zu ihm hingehe, will ich erstmal zu der kleinen Maus. Ne, ich gehe erstmal zu ihm. Ich gehe erstmal zu Geldsack. Aber er sieht schon echt cool aus, oder? Viel besser als im ersten Teil. Ist da unten noch was? Ne, da ist nichts mehr. Lieber öfter mal nachgucken, weil ihr wisst ja, ich übersehe ja sehr gerne ab und zu mal ein paar Edelsteine. Aber war zum Glück nicht der Fall. Ah doch, da sind noch mal. Wieso übersehe ich die Male? Hier ist noch was zur Maus. Wir Edelsteinhauer sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, wenn du klettern gelernt hast. Ja, das ist auch so etwas, was ich ein bisschen schade finde, ist halt, wir können jetzt noch nicht klettern, denn das müssen wir erst lernen. Oder besser gesagt, wir müssen uns das erkaufen von ihm da. Mhm. Von Geldsack. Der bringt uns irgendwann auch ein paar Fähigkeiten bei. Ah, du musst der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen, wird dich leider etwas kosten. Das macht 100 Edelsteine, wenn du rüber willst. Boah, na ja, gut, hier hast du. Danke, werter Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen. Kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn du noch mehr Edelsteine hast.
Ja, wir sehen uns hundertprozentig wieder, mein guter, alter, dicker Kumpel. Ach ja, in diesem Teil ist er noch ziemlich okay, sag ich mal. Also der Geldsack ist in diesem Teil noch sehr human. Im dritten Teil ist er wesentlich nerviger als in dem Teil, weil er taucht da wirklich sehr, sehr oft auf. Aber naja, wir machen es sehr gerne, um fortzuschreiten und so. Aber ich finde, der sieht ziemlich cool aus, oder? Auch wenn ich finde seine Stimme auch ziemlich cool. Auch nicht so nervig wie halt in den alten Teilen, aber naja. Zack, Schalter betätigt und schon ist die Brücke geöffnet. Hast du noch was zu sagen, Kumpel? Na, red mit mir. Du bist noch da? Hilf lieber den Edelsteinhauern und lass dir den Weg zum Sommerwald zeigen. Okay, machen wir. Attacke! Hey. Wenn du Aktion drückst, kannst du dich umsehen. Probiere es doch gleich einmal in dieser Höhle aus. Och Mensch, Zoe, das brauche ich doch gar nicht. Ich weiß doch, wie die Steuerung funktioniert. Das ist doch ganz einfach. Das ist genauso wie auch im ersten Teil. So, bam, weg. Da was mitnehmen. Das alles noch mitnehmen. Naja, wie gesagt, leider können wir hier in Glimmer noch nicht alles einsammeln. Es fehlen noch einige andere Dinge. So, der Typ ist tot. Und ja, ich versuche erstmal so viel wie möglich einzusammeln, dass wir schon mal fast 100% haben. Ah, die Maus sieht auch cool aus. Danke für deine Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön an. Und da haben wir schon die zweite Sammel... Das magische Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald. Eine der Heimatwelten von Avala. Gut zu wissen, Dankeschön. Ja, diese Talismane sind der zweite Sammelaspekt, den wir hier erfüllen müssen bei Spyro 2. Hat der eigentlich noch was zu sagen, der Typ, oder hat der nichts mehr zu sagen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Geh ich, rede ich nur? Ja, komm. Nee, da war nichts. Rede ich mit dem Typen nochmal? Ja. Süß sieht der schon aus, oder? Ich rede nochmal mit ihm. Geh durch das Portal neben mir, um zum Sommerwald zu gelangen. Nein, noch nicht, mein Gutster. Erstmal noch ein paar Edelsteine einsammeln. Nee, und was wollte ich gerade noch sagen? Soll ich gerade erzählen? Keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. So. Jetzt sind hier auch noch ein paar Sachen, die wir auch noch einsammeln müssen. Ja, wie gesagt, das finde ich jetzt sehr schade, dass du hier nicht alles komplett nicht und zu 100% einsammeln kannst. Aber naja, das wird sich irgendwann ändern. Also die anderen Welten sind dann auch zu 100% machbar. Aber erstmal sammle ich hier noch alles weiter ein. Also noch ein paar Edelsteine. Aber man merkt schon, halt die Edelsteine sind ein bisschen fieser versteckt als wirklich beim ersten Teil. Da musstest du ja nicht so lange suchen, bis du alle gefunden hast. Und hier ist es irgendwie viel nerviger. Und das hier ist jetzt hier so ein Power-Tor, was wir gerade da gesehen haben. Das kann man halt nur aktivieren, wenn man halt eine gewisse Anzahl an Gegnern platt macht. Haben wir ja schon gemacht, deswegen ist halt das Portal wieder offen. Und das werden wir später mal nutzen. Erstmal hier noch weiter alles so einsammeln, was man noch finden kann. Und ich werde euch dann auch gleich mal zeigen, was das... schade, nicht geschafft. Und dann gibt es halt noch ein drittes Sammelaspekt, was man auch noch erfüllen muss. Und das sind Kristalle. Und diese Kristalle sind immer so ein bisschen... Naja, ich will jetzt nicht sagen nervig, aber halt auch anstrengender. Weil man muss halt so ein paar kleine Minigames machen. Und wenn man die Minigames erfüllt hat, dann kriegt man halt so ein Kristall. So. Und das wäre jetzt zum Beispiel hier bei ihm hier eine... Das Superflug Power-Up ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampen entzünden. Spuck schnell Feuer auf alle kleinen Lampen, dann entzündet sich die große. Das Power-Up gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Geh durch die Pyramiden, um das Superflug Power-Up auszulösen. Zünde die Edelsteinlampen mit deiner Flamme an. Zünde schnell alle an. Geschwindigkeit ein einziger Stern. So, und das machen wir jetzt ganz einfach. Wir müssen einfach ein bisschen hochfliegen, alle Lampen anzünden und dann kriegen wir schon den ersten Kristall. Ja, die Kristalle sind auch ein bisschen nervig, weil manche Voraussetzungen sind ziemlich einfach. Hier zum Beispiel das jetzt hier. Aber auch im Laufe des Spiels sind die auch ein bisschen schwieriger. Und Mission erfüllt! Zack, die leuchten! Danke für deine Hilfe bei den Lampen, Spyro. Eine Fee hat mir diese Kugel gegeben, aber Edelsteine mag ich lieber. Nimm du sie. Und da ist es. Der dritte Sammelaspekt, die Kristalle. Und das ist wirklich ein Krampf, die alle zu finden, weil ich habe damals, wo ich halt den Teil hier auch schon mal Let's Played habe, da habe ich auch Ewigkeiten gebraucht, irgendwie alle zu finden. Hier noch was? Nö, da war nichts mehr. Jetzt nur noch rüberfliegen und dann haben wir auch noch da alles. Das Spiel ist schon, wie gesagt, ziemlich cool, aber ich finde hier
das mit den Sammeldingern halt wesentlich nerviger als zum Beispiel im dritten Teil. Der dritte Teil ist ja sowieso mein absoluter Lieblings-Spyro-Teil. Ah, da war noch was. Zack, das auch noch mitnehmen. Und jetzt kann ich gleich noch ein Kristall noch holen. Was ist da eigentlich? Komme ich da durch? Nein, komme ich nicht. Okay. Da war die Höhle, die ich gesucht habe. Ich glaube, in dieser Welt gab es auch nur zwei Kristallkugeln. Nee, drei Kristallkugeln. Diese Echsen haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es gern mit einem meiner Steine versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Triff die kleinen Echsen mit Steinen, sprich mit Bonsa, um weitere Hinweise zu erhalten. Nö, brauche ich nicht. Das ist echt nicht schwer. Einfach nur zielen und schießen. Bam. Guter Schuss. Folg mir zur nächsten Echse. Ja, ich komme gleich. Ich versuche noch das hier zu holen, aber ich komme irgendwie gerade nicht ran. Nochmal versuchen. So, nochmal. Zack. Nee, geht nicht. Mal, komm, du musst doch gehen hier, oder? Nochmal Spyro, schön Anlauf nehmen und Flatter. Er macht den Flatterflug nicht. Nochmal. Oh, ich will das haben. Hier. Nee. Gut, das muss ich dann später nochmal mit dem Power-Up nochmal machen. Aber erstmal werde ich diesem komischen kleinen Mäuserichter helfen, damit ich wenigstens halt noch die nächste Kristallkugel haben kann. Du kannst sehr weit spucken, Spyro. Versuch mal bis zur Echse zu spucken. Ja, ja, gut, das wird jetzt nicht so schwer werden. Schön wieder zielen und boom. Ha, voll ins Face. Und er freut sich. Ah, ah. Der lacht irgendwie wie Mickey Mouse so. Ah, du hast getroffen. Ah. Du musst zielen, um diese Echse da oben zu treffen. Drück Aktion zum Zielen und dann Angriff zum Spucken. Alles klar. Her mit dem Stein. Schön wieder zielen. Und... Ah, warte, warte. Ja. So. Ah, 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 ah. So, dann folgen wir mal dem kleinen Mäuserich. Und dann zeigt uns jetzt, wo die nächsten Echsen sind. Da oben sind auch noch Edelsteine, die ich auch noch später holen muss. Weil ich komme da oben noch nicht ran. Nimm mal einen Stein mit deinem Maul auf, indem du darauf zugehst. Drück Angriff, um ihn wieder... Ja, das weiß ich doch. Ich wollte doch gar nicht mit dir reden. Ich wollte einfach nur den Stein haben und den da oben abschießen. Schuss! Getroffen! So, da oben kam ich dann noch nicht ran. Erst wenn ich halt klettern kann, wie gesagt, komme ich da oben hin. Und dann hole ich mir halt noch den letzten Edelstein und noch den einen Edelstein, den ich da hinten noch nicht geholt habe. So, wo sind denn die nächsten Echsen? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Oh, Edelsteine! Schön. Ah, da. Danke. Und... Ah, da oben ist er. Na, wo willst du hin, kleine Echse? Hier hast du. Ah, ah, ah. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Echse und dann haben wir das auch erledigt hier. Und dann kriegen wir den zweiten Kristall und dann muss ich erstmal ganz kurz die Welt verlassen, weil ich denn die richtigen Sachen noch nicht kriegen kann. So, wo ist er? Ach, da oben versteckt er sich. Und tschüss. Ja, du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Hier, nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Das nennt man auch Fee, mein lieber Freund. Aber ja, gut, okay, wir haben's. Da ist die Kugel. Ah, gespeichert. Gescheichert. Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Und ja, dann müssten wir jetzt eigentlich alles haben, oder? 343, zwei Kristalle. Einer fehlt noch. Ich weiß auch, wo der ist. Und die restlichen Kristalle sind alle dann... Edelsteine, Mann. Die anderen Edelsteine sind alle oben gewesen. Da komme ich noch nicht ran, weil ich halt noch nicht klettern kann, wie gesagt. Aber dann machen wir später. Verlassen wir erstmal die Welt. Und jetzt kommt erst wieder eine schöne Cutscene. Weil wir jetzt zum ersten Mal in den Sommerwald kommen. Und da wartet jemand auf uns. Nämlich die wunderschöne Elora. Die ist echt cool. Hat aber im Englischen eine bessere Stimme als hier im Deutschen. Die ist nicht so gut. Also die deutsche Synchro ist hier im zweiten Teil nicht die beste, muss ich sagen. Spyro gefällt mir sehr, Ripto auch, aber naja, Elora nicht so. Hat der Fette verdient. Oh nein.
keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ich heiße Elora. Oh, hi. Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismane in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich, hatte mich verirrt. Spyro hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Spyro, schau. Du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Ripto nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Ripto in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Oh, das wäre schön, wenn wir bis Mittag hier durchs wären, aber naja, ist nicht der Fall. Gut, aber Freunde, ich würde mal sagen, wir beenden mal hier den ersten Part hier von dem zweiten Teil von Spyro. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Tschö, bitte. Bye, bye.